Ja. Ruck. Das ist eigentlich gleich noch nicht zuständig. Wir machen hauptsächlich so Wohnungsauflösungen. Und das ist eben jetzt eine Zustellung. Eine kleine in Innsbruck. So. Wir helfen die Kunden helfen uns, indem wir gesicherte Arbeitsstellen haben. Sie haben ihr Möbelstück los. Und wir schauen halt auch, dass wir so gut wie möglich professionell arbeiten. Glauben Sie, das wäre was für Sie? Können Sie sich vorstellen, sowas zu machen? Ich habe gesagt, na selbstverständlich, weil ich vom Horuck schon einiges gehört habe und jetzt sagen kann, dass ich sehr viel gelernt habe. I was happy doing it, aber ich weiß, wo ich hingehe. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als wir da zu sein, mit Menschen zu arbeiten und eben alte Sachen eine zweite Chance zu geben. Das Horuck gehört einfach auch so zum Familiensilber irgendwie innerhalb der Landschaft der sozialökonomischen Betriebe. Das muss ich schon sagen. Also ich bin ein großer Fan vom Handruck. Ja. Weißt du, super Sachen, was so im Geschäft heute nicht mehr kriegst. Weißt du, da habe ich alte schöne Sachen und so Sachen. Weißt du? Das war einfach ein Chaos nur am Anfang. Und ich denke mir, es hat sich was sehr Strukturiertes daraus entwickelt. Ja, Kundschaft, die finden das auch gut, was der Handruck macht. Die unterstützen das auch. Wenn man mit denen geredet hat, da geht man danach irgendwie so. So geht man einfach wieder heim. Und man findet halt alles. Einkaufserlebnis. Ja, man findet immer etwas da. Und sie geben auch Arbeit den Leuten. Und sowas ist so wichtig. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand gut beraten wäre, da wieder Kürzungen anzustellen. Mr. Pojo, hole hier. This is not a place. But it's a nice job. But people look at it, it's not nice. Until when I get inside, it's very good. Das war so, wir hatten damals den Herrn Dallinger als Sozialminister und der war interessiert an experimenteller Arbeitsmarktpolitik, hat er gesagt. Und der hat von Wien aus das gesteuert. Da hat dann plötzlich irrsinnig verschiedene Förderungen gegeben, Individualförderung und eben auch Förderung von so kleinen Betrieben, wo man Leute wieder eingliedern kann. Und das, was damals gut war vom Sozialministerium, war, dass die eben sehr klare Gesetze geschrieben haben, wann man förderungsberechtigt ist. Man hat gewusst, was man machen muss. Man ist da nicht hingegangen und hat gebettelt, sondern waren klare Arbeitsverhältnisse irgendwo. Es ist immer Übersetzungsarbeit. Also jede Organisation hat natürlich so ihre Ziele, ihre Möglichkeiten, ihre Ressourcen. Da ist halt hilfreich so eine partnerschaftliche Grundhaltung, dass man sieht, okay, das AMS verfolgt Ziele, können wir was zu diesen Zielen beitragen und wie gut passt es zusammen mit unseren eigenen Werten und Zielvorstellungen. Ist natürlich in Zeiten, wo die Mittel stark gekürzt werden, doppelt und dreifach wichtig. Im Horuck finden Menschen Anstellung, Chance und eine Stabilisierung. Von unserer Landesgeschäftsführung her könnte man uns eine Arbeitsmarktpolitik in Tirol ohne die sozialökonomischen Betriebe, Projekte und eben diese aktive Arbeitsmarktpolitik nicht vorstellen. Und das sage ich jetzt in Zeiten, wo man wirklich von Fachkräftebedarf, Arbeitskräftebedarf und einer boomenden Wirtschaft sprechen. Sogar jetzt braucht es ganz dringend eben diese ganz speziellen Wege, Menschen dann wirklich so in diesen ersten Arbeitsmarkt zu führen. Ich war mal hier als Lagerarbeiter und jetzt bin ich professioneller Bodybuilder und beruflich bin ich Personal Trainer und Sportmasseur. Der Horuck findet wirklich einen sehr, sehr, sehr interessanten und wichtigen Weg für jeden, das einfach eigene Weg aussuchen. Weil was bringt ein Mensch was, wenn du irgendwelchen Beruf machst, dass du nicht zufrieden oder nicht glücklich bist? Man kann was tun und sich auf das zu fokussieren, nicht über die schlechte Welt zu klagen, sondern die Faktoren, wo kann ich was beeinflussen und da die Kräfte zu
konzentrieren. Und so gibt es ganz viele Geschichten, dass für viele die Arbeit im Ruck so ein Wendepunkt in ihrem Leben war. Also wo sie wirklich Kraft schöpft haben, Erfahrungen machen können, die sie vorher nicht machen können, haben gestärkt aus dem Betrieb ausgehen und was Neues anfangen. Man lernt nie aus, you know? Ich glaube immer im Leben, Failure gehört zu Erfolg. Und dann habe ich die Möglichkeit einfach bekommen, vom Hohen Ruck in der Lager zu arbeiten damals. Und mein Diplom als Fitness- und Wellness-Trainer noch zu weitermachen. Während Arbeit, ja, der Hohen Ruck hat mir die Möglichkeit gegeben damals, you know? Und das war die beste Chance, dass ich jemals einfach begreifen kann. Und das habe ich sofort einfach ausgenutzt. Und jetzt bin ich diplomierter Fitness- und Wellness-Trainer und diplomierter Sportmasseur, diplomierter klassischer Masseur. Und ja, dreifach Europameister, dreifach Österreichermeister in der Bodybuilding, ja, weil ich habe meinen Beruf jetzt als Hobby beides zusammen kombiniert. Es macht Spaß, ja. Und die Möglichkeit wäre nicht hier ohne Hohen Ruck. Ich war im Verkauf tätig, und zwar im Bereich Abo-Verkauf. Da ist es dann immer schwieriger geworden, die bestimmten Abos pro Tag zusammenzubringen. Und dann ist halt mehr oder weniger der Tag gekommen, wo es geheißen hat, jetzt müssen wir halt doch uns verabschieden. Und dann bin ich eigentlich gleich nahtlos über die optimale Betreuung durch das AMS vermittelt worden. Also offiziell kann ich noch bis Ende April hier im Haus bleiben. Dann läuft meine Zeit nach einem Jahr aus. Ich bin aber schon dabei, Anschluss zu finden sozusagen. Ist noch nicht ganz offiziell, aber der Kontakt ist also schon da. So, ich hab gesagt, ich zaubere was für dich. Jetzt aufpassen, es gibt nur ein Horuck. Simsalabim. Und jetzt nehme ich uns hier. Der Begriff Transitarbeitskraft, der ist ja nicht von ungefähr. Eine Arbeitsmarktpolitik wünscht sich und erwartet sich von den Partnern, von den sozialökonomischen Betrieben natürlich auch ein bestimmtes Ergebnis. Da gibt es klare Vorgaben an die Betriebe, dass man sagt, ein bestimmter Anteil der Menschen sollte nach einem bestimmten Zeitraum dann auch in einem Dienstverhältnis landen. Und das gelingt. So viele alte Sachen, was wieder verwaltet werden, was sind schon einfach weggeschmissen worden. Also, die Idee ist überhaupt super. Die Idee ist der Hammer vom Hof. Und es gibt einfach ein paar Sachen zum Kaufen, die was in einem anderen Möbelhaus gar nicht kriegst. Das sind einfach alte Möbelstücke. Das macht schon Spaß. Und man ist auch interessiert, was man da jetzt einpackt für die Firma und so. Ich kann es schließen. Dann haben wir einmal. Vierter Stock, ohne Licht. Ja. So. Hallo, alles gut? Freue mich schon so. Hallo. Wohin soll denn das gute Stück? Ja, schaut mal. Kommen wir da weiter, bitte. Entrümpelungen, Keller, Dachboden, Auflösungen, kriegt man alles Mögliche an Ware. Über altes Geschirr, Besteck, Bilder, schöne Bilder, schöne alte Rahmen. Hausrat, Geschirr und das wird von uns halt fachmännisch getrennt. Die Sonderproblemstoffe werden aussortiert, die Rohstoffe werden wiederverwertet. Elektroschrott, Kupfer, Kabel, das ist da mehr praktisch alles trennen. Also sozusagen ist die Arbeit sehr sinnvoll. Wir kriegen auf neue Mitarbeiter und wenn man jemandem helfen kann, das ist ein großes Erfolgserlebnis. Kriegen wir gleich weg um 8,86 Euro. Gegen Selbstvertrauen, die richtet es wieder auf. Und das ist einfach das Wichtige. Auch wenn sie keinen Schuh finden, aber sie gehen einfach mit einer guten Selbstwert wieder aus. Ich arbeite seit 3 Jahren in der Lehrlingsstiftung Eckenburg. Ich mache Jugendliche arbeitsfit. Ich bin Trainerin dort und tue im Endeffekt mit ihnen Arbeiten trainieren. Ich muss mir Arbeitsaufträge einfallen lassen. Ich schaue, wo haben sie ihre Stärken, wo haben sie ihre Schwächen und trainiere, dass sie auch ihre Arbeiten bis zum Schluss durchziehen. Mir hat so ein Druck extrem viel gegeben. Also es war damals in die 80er Jahre extrem schwierig als
Mädchen, diese atypischen Berufe zu machen. Ich bin ganz normale Hauptschule gegangen und da war es einfach klar, als Mädel machst entweder Verkäuferin, Friseurin oder Sekretärin. Und da habe ich eher so da herinnen die Chance gesehen, dass ich doch aus diesem Klischee herauskomme und was machen kann, was mir wirklich Spaß macht. Und das war das erste Mal, dass ich tischeln habe dürfen. Genau. Und dann habe ich mich gleich bei einer Tischlerei beworben. Und da habe ich eine Zeit lang gearbeitet und bin dann aber nach Wien und in einer Fachwerkstatt und auch Tischlerei wieder. Von Wien nach Marokko, von Marokko nach Spanien und von Spanien nach Innsbruck wieder. Und am 8.8.2002 habe ich dann den Secondhand-Laden in der Höttinger Gasse aufgemacht. Und der war dann eigentlich fast 12 Jahre. Ja. Ja, ich finde das super, das soll es eigentlich viel mehr geben. Oder viel mehr Betriebe, die was das tun, die was die Leute wieder einhelfen in ein normales, geregeltes Leben. Ich bin sonst Maurer und Schalungsbauer, aber jetzt ist Winterpause. Ich lerne da viel Neues kennen, coole Leute. Da gibt es viele. Das ist auch jeden Tag einer. Oder jeden zweiten, dritten Tag kommen sie mal. Habt ihr da wieder was Neues da? Und die sind auch freundlich zu den Mitarbeitern, die reden und alles über ihr Leben. Als roter Faden, was sich durchzieht, war, dass wir uns bemüht haben, eine Kultur des Respekts und der Wertschätzung als Leitfaden eben zu haben und das so zu einer Kultur zu machen, wo man sich verlassen kann. Also auch wenn der Hut brennt, kann ich mich darauf verlassen, dass man rücksichtsvoll miteinander umgeht, dass man kommuniziert, dass man die Schwierigkeiten eben anspricht. Und was natürlich oft nicht so selbstverständlich ist, so im Alltag eine Bitte ausspricht und nicht nur Forderungen stellt, so du musst jetzt das machen oder dass man sich rein verschanzt hinter hierarchischen Positionen. Ich persönlich bin jedes Mal, wenn ich daherkomme, berührt, dass es Menschen gibt, die sich für andere Menschen einsetzen, sich engagieren, sehr viel Zeit, sehr viel Energie, Ideen, Kraft und auch Nerven und Geduld einbringen. Immer mit dem Gedanken, mir geht's gut und das, dass es mir gut geht, möchte ich gern, irgendein Teil von dem möchte ich gern zurückgeben und deswegen bin ich für Menschen da, denen es nicht so gut geht. Dieses Argument, die Leute beim AMS, die wollen eh alle nicht, das ist einfach nicht richtig. Es gibt so viele, die gerne wollen und die aber nicht können. Und für solche Menschen eine Möglichkeit zu bieten und das dann auch mit dieser Wärme, mit dieser Herzlichkeit, mit dieser Wertschätzung, wie die den Menschen begegnet, das finde ich unglaublich berührend. Der Metzger. Schaut, ja, ja. Naja, weißt du, wie das war? Damals war, jedes Kind hat so seinen Beruf gebraucht. Das war einfach so in die Mitte 70er Jahre, wo ich aus der Schule bin. Ne? Ja. Ist halt eine Sache, was sie gerne machen, da reparieren und zusammen, die gerne umwerken tun. Das ist ja irgendwo eine Herausforderung. Nicht? Wenn man da so die Arbeitslosenraten anschaut, so wie ich mein Gewissen heute mit 58 Jahren, ist schwierig, irgendwo reinzukommen, weil du irgendwo zu alt bist. Nicht? Das ist das Schlimme dran. Ich schaue, dass ein Jahr der kurz ist, weil ich dort schon gerne lang bleiben, wie auch immer. Nicht? Ja. Und mir gefällt es da sehr gut und bin sehr zufrieden. Ich habe super Leute da zum Arbeiten und alles. Und man kann sich eigentlich nichts Besseres wünschen, als wie so ein Klima, so ein feines. Und da bin ich mit einer Freude dabei. Die Bücher, Bibliothek, Büchereiabteilung natürlich, der schöne Kasse ist auch wunderbar, aber die Bücher sind natürlich mein Lieblingsbereich. Was ich also jetzt im Verkauf speziell gelernt habe, ist der Umgang mit dem Kunden, beratungsmäßig, auch an den Kassen, wo man halt hier und da preislich sagen muss, da ist nichts verhandelbar. Und da habe ich von den Schlüsselkräften eben das Gefühl, das richtige Gefühl bekommen, dem Kunden auch zu sagen, bitte, so ist es. Über diesen Weg, zweiter Arbeitsmarkt, haben sehr viele Personen auch Arbeit gefunden im ersten Arbeitsmarkt, was ja die Grundidee auch dahinter ist und dadurch einfach einen Beitrag zum Gesamten leisten. Darf ich auf den Tisch die Rechnung schreiben? Können Sie auf Rechnung einzahlen?
Arbeit heißt ja auch immer, dass ich einen Beitrag zum großen Ganzen leisten kann. Und wenn ich keine Arbeit habe, dann kann ich nichts tun, so nach dem Motto, was tue ich denn den ganzen Tag, für was bin ich denn da? Und das merken wir schon und das sind auch Rückmeldungen von betroffenen Personen. Ich werde wieder gebraucht, man will mich. Und ich finde, dass da in dieser Zusammenarbeit und mit Hohndruck, dass das ein wunderbarer Weg ist, den Menschen diese Chancen wieder auch zu bieten. Mein bisschen Deko gehört dazu, dass die Sachen ein bisschen gut präsentiert sind. Das ist auch nicht nur zum Beispiel Holz sein, aber Kerzen sind immer passend dazu. Oder auch kleine Perle da, kleine auch im Nest. Arbeit, also so praktisch die Auseinandersetzung mit dem Material, mit Bedürfnissen, dass die Umwelt eigentlich so gestaltet wird, dass man gut drin leben kann, ist ja ein gesellschaftlicher Prozess, wo man mit anderen in Kontakt treten muss und wo man seine Fähigkeiten überprüfen und weiterentwickeln kann. Also ich muss jetzt dem Transportarbeiter nicht erzählen, dass er pünktlich da sein muss, moralisch da Predigt halten, sondern wenn er nicht pünktlich da ist, sind seine Kollegen schon unterwegs zur Kundschaft und haben einen Ärger, dass er sie im Stich lässt. Also wo das einfach durch die Aufgabenstellung transparente Zusammenhänge sind, das braucht es, damit man gut zusammenarbeiten, dass man sich aufeinander verlassen kann. Was heißt das, vielleicht einmal das andere Team in anderen hilft? Wenn sie dann weniger haben, dann kommen sie immer zu uns und helfen uns noch. Also, oder umgekehrt. Wir haben da eigentlich ein recht gutes Team. Da ist Team Player. Ich habe jetzt gehört, René von der Firma hat Druck. Wir werden vor ihrer Haustür. Wir brauchen ganz, ganz dringend eben diese konkreten Angebote in der Region Innsbruck. Es ist eigentlich also die ganze Inntalfluche, die profitiert. Es ist das Projekt als Ganzes gesehen eine Erfolgsgeschichte. Allein schon, dass man 35 Jahre mit so einem sehr, sehr menschlichen und trotzdem auch so lösungs- und ergebnisorientierten Konzept besteht. Ja, die Kundschaft nimmt das wahnsinnig gut an. Also wir haben immer wieder ganz lässige Sachen, wo die Leute Sachen suchen, was es zum Kaufen so im normalen Markt gar nicht mehr gibt. Und bei uns wird man immer fündig. Es rentiert sich auf jeden Fall, in Horuk vorbeizuschauen. Jeder findet irgendwas. My name is Gabriel. I live in Kemerton. I started my work here July 16, 2018. I couldn't work for 3 years. I was out to 3.5 years. So IMS had to take me here after some time because I'm not sound. My profession is upholstery. In Dutch, upholstery. Yeah, that's my profession. Before I came to Europe, I was having the company, not so gross, not too big, but I do all together, furniture and upholstery, before I came here. Yeah, I'm happy to work here because I have to work to feed my family. You understand what I mean? Okay. Man hat einfach wieder ein Gehalt am Konto. Man erlebt wieder Struktur, man erlebt sowas wie ein Team, Arbeitskollegen, Kolleginnen, kann ein Wochenende oder auch einen Feierabend wieder so richtig genießen. Und das ist unglaublich wichtig und auch etwas, wo dann für mich so ein Begriff wie Erfolg abstrahiert werden kann. Wir machen alles hier zusammen. Ja. Von Tischen, von Möbel, Sessel, Lampe, Luster, Uhr, alles Mögliche habe ich hier. Ja, ich bin Mechaniker, Automechaniker. Und für mich ist das normal, ist das, ja? Zum etwas reparieren. Ich war lange Zeit krank und leider habe ich Kinder bekommen. Jetzt war ich 3 Monate bei Arbeitsamt und hat sie mich hier geschickt. Ein Jahr und dann ich suche jetzt was anderes. Ja. Ich
wir lernen hier. Wir haben Lehrer, mit Meister. Wir kennen nicht alles, normal. Ich habe mich mit Uwe das erste Mal beschäftigt. Aber ja, langsam geht schon. Ja. Ich habe eine auseinandergenommen, habe geschaut, was ist drinnen, wie es geht, wie funktioniert. Und jetzt geht schon. So ist der Balkaner. Wir lernen schneller. Jetzt sind wir gerade draußen, um da gehen wir gleich sein, wo du mir. Ein halbes Jahr habe ich circa Zeit zum Einlösen. Okay. Dann darf ich mich noch mal recht herzlich bei mir bedanken. Danke. Bitte, wir schauen, danke. Naja, sehr wichtig, weil es bei mir um eine Integration geht. Neue Arbeitswelt. Ich war 13 Jahre als Bestatter. Und habe Burnout gehabt. Und von daher habe ich mir das jetzt auch überlegt und habe gesagt, ich möchte ganz gerne einen Tag beim Hohendruck rein. Es geht mir nicht ums Geld verdienen, sondern mir geht es wirklich nur um eine Integration in die Arbeitswelt. Fachmann bin ich mein Gewerbe und da gehe ich auch wieder hin. Ich liebe meinen Job mit Leib und Seele als Bestatter, das sage ich ganz offen. Also warum jemand da jetzt Transitmitarbeiter wird, das kann eigentlich jedem passieren. Also darf nur einfach irgendwie einmal ein Rückschlag sein, Krankheit, irgendwas. Ja? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache. Und gerade in Innsbruck braucht es noch viel mehr solche Einrichtungen, viel mehr, also viel mehr. Ja. Ich wünsche mir, dass es weitergeht. Ich meine, ich sehe jetzt natürlich die ganzen Kürzungen in der Sozialpolitik. Ich weiß auch nicht, wie sehr Wien sowas überhaupt noch will. Ich wünsche, dass es noch einmal 30 Jahre existiert. Man spürt einfach eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, einen sehr, sehr guten Geist. Und vielen Dank im Speziellen, weil wir ja auch wissen, dass der Wilfried in Pension geht, an ja, die bisher gute Seele des Hohendruck. An den Wilfried und das ist wirklich ganz essentiell, solche Menschen, die Unglaubliches bewirkt haben über die Jahrzehnte. Letztlich steckt natürlich ein großes Team dahinter, da meine ich jetzt nicht nur die Schlüsselkräfte, sondern auch die Transitmitarbeiterinnen genauso. Es steckt aber auch dahinter, dass das eigentlich ein Riesennetzwerk ist, wo niemand wirklich im Detail beschreiben könnte. Also tausende Fäden, die uns mit dem Rest der Welt verbinden. Leute mit uns kooperieren oder uns was bringen oder da einkaufen, uns Aufträge geben, gut über uns reden. Also in verschiedenster Weise uns behilflich sein mit einem Tipp oder sie ihren Wort wieder aufmachen. Also das ist einfach was Tolles, in so einem Netzwerk zu leben. Aber es ist nie das Werk nur von Einzelnen, sondern letztlich geht es um das, ja, wenn die Leute merken, man nimmt sie ernst und man will nicht auf einseitigen Nutzen aus, es kommt in vielfältiger Weise auch wieder zurück. Also das Vertrauen haben wir eigentlich immer gehabt und haben gut damit gelebt. Gut.